Du willst dein volles Potenzial entfesseln. Du willst ein Leben führen wie ein Profi, voller Erfolg und Wohlbefinden. Dann sollten die Grundsätze, die wir schnell mal vergessen, aber erstmal gefestigt werden. Das Leben soll Spaß machen. Man hat keine Lust auf irgendwelche Verbote oder Einschränkungen. Das ist auch völlig normal. Dennoch sollten so gewisse Grundsätze einfach drin sitzen. Und da man gewisse Grundsätze einfach relativ schnell und leicht im Alltag vergisst, gibt es heute von eurem Online-Bro einfach einen kleinen Reminder. Wir alle essen zu viel. Das gilt übrigens auch für die schlanken Leute unter uns. Wissenschaftler haben nämlich bewiesen, dass tatsächlich wir Menschen mit nur einem Drittel unserer Nahrung, die wir täglich aufnehmen, auch ganz gut auskommen könnten. Die anderen zwei Drittel rauben uns nämlich Energie, denn wir verbrauchen für nichts mehr Energie als für unsere Verdauung. Was bedeutet das jetzt für uns? Als allererstes mal weniger essen, langsamer essen und gut kauen, immer hinsetzen beim Essen und das Essen wirklich genießen. Wenn man am Essen ist, sollte man sich wirklich auf das Essen konzentrieren. Zweitens, Leute, ich kann es nicht oft genug in meinen Videos betonen. Eine ausgewogene Ernährung ist einfach entscheidend für unsere Gesundheit, für unser Wohlbefinden und natürlich auch für unser Energielevel. Es geht an dieser Stelle grundsätzlich einfach darum, natürliche und nährstoffreiche Lebensmittel zu wählen, die unseren Körper mit den notwendigen Vitaminen, Mineralstoffen und anderen essentiellen Nährstoffen versorgen. Das bedeutet, eine Vielzahl von frischem Obst und Gemüse, Vollkornprodukten, mageren Proteinen in unsere Ernährung mit einzubeziehen. Und außerdem hilft auch eine ausgewogene Ernährung, dein Immunsystem zu stärken und dann bist du auch nicht mehr krank. Fertig. Trink mehr, Junge! Trink einfach mehr! Und damit meine ich nicht Alkohol. Denn ein Bier hat genauso viel Kalorien wie zwei Brötchen. Und würdest du auf die Idee kommen, nach dem Abendessen noch 6 bis 8 Brötchen zu essen? Ich glaube nicht, oder? Mit viel Trinken ist logischerweise Wasser gemeint. Unser Körper braucht mindestens 2 bis 3 Liter Flüssigkeit am Tag und davon ist natürlich auch Kaffee oder Softdrinks wie Cola, Fanta, Sprite komplett ausgenommen. Ich meine an dieser Stelle wirklich reines Wasser. Und am besten auch nicht während der Mahlzeiten trinken, sondern einfach zwischen der Mahlzeiten trinken. Und wenn du es dir einfach so zur Gewohnheit machst, immer ein Glas Wasser zu trinken, wenn du aus dem Raum rausgehst oder wenn du irgendwo reinkommst oder wenn du zum Sport gehst, dann läuft das mit dem Wassertrinken auch wesentlich besser. Viertens, bewege dich mehr. Unser Körper ist grundsätzlich ein Bewegungsapparat und kein Sitzapparat. Wenn du zum Beispiel einen Job hast wie ich im Office und grundsätzlich bei der Arbeit überwiegend sitzt, dann solltest du dir das auf jeden Fall richtig, richtig fett auf die Stirn schreiben. Unser Körper ist nämlich darauf ausgelegt, 50 bis 60 Kilometer pro Tag zu laufen. Und wenn du es noch nicht mal schaffst, 5 Kilometer am Tag zu laufen, dann läuft tatsächlich irgendwas falsch. Und ich meine jetzt an dieser Stelle nicht nur reines Laufen, sondern auch aerobische Sportarten. Die haben natürlich auch einen wirklich positiven Einfluss auf unseren Organismus und steigern natürlich auch die Leistungsfähigkeit und die Wachheit. Und dann gibt es dann natürlich einige Spezialisten, die dann sagen, nee, ich habe keine Zeit für Sport, ich schaffe das nicht. Den Leuten kannst du dann sagen, das ist ungefähr genau das gleiche, als wenn man die Uhr anhalten würde, um mehr Zeit zu gewinnen. Das ist nämlich vollkommener Quatsch. Wenn man nämlich regelmäßig Sport macht, dann ist man einfach konzentrierter, leistungsfähiger und anstatt Zeit zu verlieren, wirst du am Ende des Tages definitiv Zeit gewinnen. Glaub's mir. Kommen wir zum letzten Punkt, Leute, und damit muss ich ehrlich gestehen, habe ich die meisten Probleme und zwar mit Pausen. Mach auch mal eine Entspannungspause zwischendurch. Wenn du merkst, dass der Alltag zu stressig ist, zu schnell ist, alles zu hektisch läuft, dann versuch einfach mal eine Entspannungspause einzulegen. Du kannst dir zum Beispiel einfach entspannte Musik auf die Ohren hauen, eine Meditation reinmachen und einfach mal kurz wieder deine Mitte finden, bevor es weitergeht. Und auch an dieser Stelle behaupten natürlich Menschen ganz oft, ich habe da keine Zeit für, ja, ich habe einfach so viel zu tun. Aber wenn Leute das sagen, dann ist es erst recht Zeit für eine Pause und dann sollte man erst recht eine Pause einlegen. Ein wesentlicher Unterschied zwischen einem Profi und Amateur liegt natürlich in der Langzeitstrategie und Profis haben solche Grundsätze drin wie im FF und aus dem Grund sind sie natürlich dann auch langfristig erfolgreich. Und jetzt kannst du selbst entscheiden, ob du auf der einen Seite oder auf der anderen Seite stehen möchtest, aber da du das Video jetzt hier bis zum Schluss angeschaut hast, weiß ich, du bist ein Profi.